einer Untersuchungskommission vorbereiten. Justizminister Robert Kennedy war nicht an den Ermittlungen beteiligt. Seine Pflichten wurden Vize-Generalstaatsanwalt Nicholas Katzenbach übertragen. Wir wissen, dass Nicholas Katzenbach kurz nach 12 Uhr mittags am 24. November, einem Sonntag, in seinem Arbeitszimmer das berüchtigte Memo für das Moyer-Interview verfasste. Darin hieß es, wir müssen dem amerikanischen Volk zeigen, dass nach der Beweislage Lee Harvey Oswald den Präsidenten getötet hat. Was er vorschlug, war, Oswald zum Mörder zu machen. Zur selben Zeit sprach Lyndon B. Johnson mit Hoover. Er lehnte eine Untersuchungskommission ab und dies, obwohl er sich am Telefon kurz zuvor gegenüber Katzenbach noch dafür ausgesprochen hatte. Sein Verhalten ist mir ein Rätsel. Kaum zu glauben, dass er sich in einer derart wichtigen Frage so verhielt. Die Warren-Kommission bildete Johnson in erster Linie, um die Aussagen des FBI-Berichts über das Attentat zu bestätigen. Das war der Sinn und Zweck der Warren-Kommission. Dass es nicht nur Spekulation war, erkannte man an den Telefongesprächen zwischen Johnson und den späteren Mitgliedern der Kommission. Ihr Ergebnis sollte den FBI-Bericht untermauern. Für Johnson, den politischen Meistertaktierer und seine Berater, war Earl Warren von zentraler Bedeutung für die Kommission. Und zwar aus mehreren Gründen. Er war Vorsitzender des obersten Gerichtshofes, Republikaner und genoss hohes Ansehen bei den Liberalen. An der Kommission führte kein Weg vorbei. Lyndon Johnson berief die Warren-Kommission ein, die nur aus ranghohen und ehrenhaften Mitgliedern bestand, Liberalen und Konservativen, Demokraten und Republikanern. Die Öffentlichkeit nahm an, sie führe Ermittlungen über das Kennedy-Attentat. Doch das war nicht der Fall. Es war das FBI, das diese Ermittlungen führte. J. Edgar Hoover beunruhigte der Gedanke an eine Untersuchungskommission. Sein persönlicher Ruf und der des FBI hingen von der Durchsetzung der Einzeltätertheorie ab. Und eine Demütigung durch ein abweichendes Ermittlungsergebnis wollte er nicht in Kauf nehmen. Um seinem Standpunkt die nötige Wirkung zu verleihen, spielte er der Presse den kompletten FBI-Bericht zu, noch ehe die Kommission gebildet worden war. Noch bevor die Warren-Kommission überhaupt ihre Büros bezogen, die Schreibtische aufgestellt und den ersten Kaffee gekocht hatte, sickerte das Ergebnis des FBI-Berichts, das wichtigste Kommissionsdokument überhaupt, an ausgewählte Zeitungen im Land durch. Ihm zufolge war Lee Harvey Oswald der Täter. Er allein. Und noch bevor die Warren-Kommission mit den Ermittlungen begann, wusste sie, was sie herausfinden sollte. Alles war beschlossene Sache. Warum aber ließ die Warren-Kommission, lauter hochdekorierte und geachtete Männer, so etwas überhaupt zu? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie die Notwendigkeit einer politisch verträglichen Lösung erkannten und sich deshalb fügten. Stellen Sie sich das Chaos vor, wenn die Warren-Kommission zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre als der FBI-Bericht. Die ungeheure Macht von FBI-Chef Hoover wirkte im Hintergrund. Wer diesem Mann in die Quere kam, konnte seine politische Zukunft vergessen. Alle US-Politiker lebten in Angst vor J. Edgar Hoover. Dass sie mit ihm kooperierten, hatte einen guten Grund. Er hatte jede Möglichkeit, sie zu erpressen. Er übte eine ungeheure Kontrolle aus. Und einiges war äußerst undurchsichtig. Viele Menschen sahen in J. Edgar Hoover einen Heiligen der letzten Tage. Dabei war er nur ein gemeiner Erpresser, ein Mann ohne jede Moral. Er war weit entfernt von den großen Idealen der amerikanischen Nation. Die Mitglieder der Kommission waren wie geknebelt. Das Ergebnis stand von vornherein fest. Oswald war der Täter. Im Alleingang, als Lone Nut, sollte er die Tat begangen haben. So war es durchgesickert. Man diskutierte endlos, wer das verbreitet hatte. Inzwischen wissen wir, dass es das FBI war, das der Kommission Handschellen angelegt hatte. Die Kommission versuchte ihr Bestes, um in geschlossenen Exekutivsitzungen die Ergebnisse des FBI-Berichtes zu bestätigen. Doch viele Informationen passten einfach nicht ins Bild. Let's see, the time of day was about, we're not very far from 2 hours from it. Yeah.
Now tell him that we'd like to have him get to the west window on the south side, open over the duct. We want to reconstruct the Verwirrend war vor allem die Frage nach den Schüssen, die aus dem Schulbuchlager abgefeuert worden waren. Es sah so aus, als wären Präsident Kennedy und Gouverneur Connally von verschiedenen Kugeln getroffen worden, die aus unterschiedlichen Richtungen kamen. In diesem Fall konnte am 22. November 1963 nicht nur ein Attentäter an der Dealey Plaza geschossen haben. Dann wäre Lee Harvey Oswald nicht der einzige Schütze gewesen. Die Warren-Kommission kam zu dem Schluss, dass beide Männer durch dieselbe Kugel verwundet worden seien und entwickelte die sogenannte Ein-Kugel-Theorie. How much truth is there in this, that it's necessary to postulate one bullet injuring both men, if there is not to be two assassins? The one-bullet conclusion. You call it the theory, I call it the conclusion. It was a theory until we found the facts. That's why I refer to it as the single bullet conclusion. All right. It is the view of the commission, as expressed in the report, that it probably did occur that there was a single bullet conclusion. So the single bullet is crucial. And it was Arlen Specter who first came to the conclusion that the same bullet hit Kennedy and Connally. And this is the bullet Specter and the commission say wounded two men. The Warren Commission said that one bullet hit Kennedy at the back of his neck. It passed through his throat and nicked his tie as it came out. It then went on into Governor Connally's back. Now smashed through Connally, smashed a rib, and came out below his breast, just below the nipple. And it wasn't finished yet. The bullet then hit his right wrist, tore through part of it, and then lodged in his left thigh. And this is the bullet that was supposed to have done all this. We found in America that one of the things that presented the greatest stumbling block to believing the commission for the greatest number of people was the condition of bullet 399. Could a bullet which had done as much have come out looking like bullet 399? Noch mehr Verwirrung stiftete ein 8mm-Film, den der Amateurfilmer Abraham Zapruder gedreht hatte. Zapruder hatte zufällig den Augenblick des Attentats festgehalten, als die Kugel den Kopf des Präsidenten getroffen hatte und dieser nach hinten fiel, so als hätte ihn eine Kugel von vorn getroffen. Doch Oswald befand sich in einer Position hinter dem Präsidenten. Ein Hinweis auf einen zweiten Attentäter. Die Warren-Kommission reagierte, indem sie die Verbreitung des Films verbot. Ausschnitte übernahm die Warren-Kommission in ihren Bericht. Doch eigenartigerweise war die Reihenfolge der Bilder unmittelbar nach dem Kopfschuss im Druck vertauscht. Der Tenor der Warren-Kommission geht überdeutlich aus den Mitschriften einer von Rechtsanwalt Lee Rankin einberufenden Dringlichkeitssitzung hervor. Rankin hatte Hinweise erhalten, dass Oswald früher als Agent für das FBI gearbeitet habe. Dies beunruhigte ihn aus verschiedenen Gründen, vor allem natürlich, weil sie Oswald mit Hoovers Behörde in Verbindung brachten. In den Mitschriften heißt es: Rankin, falls das wahr ist und jemals herauskäme oder bewiesen werden könnte, wären die Menschen davon überzeugt, hinter dem Attentat stecke eine Verschwörung. Niemand würde das zerstreuen können. Boggs, Sie haben völlig recht. Dulles, das wäre schrecklich. Boggs, die Auswirkungen wären fatal, meinen Sie nicht? Rankin, nun, es wäre sehr schwer zu beweisen. Ich bin überzeugt, das FBI würde es niemals zugeben und in seinen Akten wird nichts davon auftauchen. Dulles, wieso ist es in Ihrem Interesse, dass er der einzige Schuldige ist? Rankin, Sie möchten, dass wir aufgeben und einpacken? Boggs, das schließt den Fall ab, verstehen Sie? Rankin, Sie haben Ihren Mann. Mehr gibt es nicht zu tun. Die Kommission bestätigt das Ergebnis und wir können gehen. Das Thema wäre erledigt. Boggs, wir sollten das hier lieber nicht aufzeichnen. Dulles, ja, diese Aufzeichnungen sollten vernichtet werden.
Am 27. September 1964 wurde der Bericht der Warren-Kommission mit großem Getöse veröffentlicht.